Lisa war doch eh nur vorübergehend. Das Mädchen hieß also Karin. Das war europäisch, wenn ich mich nicht irrte. Das erklärte auch ihr nicht japanisches Aussehen. Definitiv eine Austauschschülerin. Ich will keinen neuen Tisch, sondern meinen. Meine Hand ballte sich. Ich mochte nicht jeden Tag hier sein, aber es war dennoch ziemlich unverschämt, meinen Tisch als den ihren zu bezeichnen. Frau Hatsumomo hat ihn die doch gestern nur gegeben, weil es keine anderen freien Tische mehr gab. Ach egal. Mädchen, wenn du unbedingt meinen Tisch haben willst, dann musst du schon darum kämpfen. Ich steckte ihr meine geballte Faust entgegen. Makoto johlte und freute sich schon auf eine anständige Rauferei, und ich glaubte, dass Karin gleich wie eine Furie auf mich losgegangen wäre, wäre unsere Klassenlehrerin Frau Hatsumomo nicht eingeschritten. Hey, keine Prügel an den Klassenzimmer, ist das klar? Sie warf mir und Karin einen bösen Blick zu, als würde mich das beeindrucken. Ich wusste doch zu gut, dass Frau Hatsumomo nie Strafen aussprach. Karin schien es jedoch nicht zu wissen, denn sie packte wütend ihre Tasche und ging mit Mio einen neuen Tisch für sich holen. Was für ein bescheuertes Mädchen. Und rattenscharf noch dazu. Puh, wie immer. Ich wandte mich angewidert von Makoto ab. Diese Bemerkung hätte ich eigentlich erwarten müssen. Tomoya? Also Frau Hatsumomo stand noch vor meinem Tisch. Was wollt ihr? Was wollt ihr alle heute von mir? Lasst mich doch endlich in Ruhe. Du hast wieder unter freiem Himmel geschlafen, oder? Meine Uniform war dreckig und ich roch verschwitzt. Die Antwort war also mehr als nur offensichtlich. Und ich habe natürlich vergessen, mich auf Geschäfte zu stellen. Das ist wieder mal klar. Ja, einen Moment mal. So erledigt. Du solltest wirklich über deinen Schatten springen und bei deinem Vater schlafen. Wozu hatte denn die Villa? Und du, Makoto? Sie wandte sich an Makoto. Wenn er schon dort Probleme hat, dann lass ihn wenigstens bei dir schlafen. Immerhin bezeichnest du dich als sein Freund. Schluss und aus. Ich unterbrach sie mit einer wischwörschen Handbewegung. Ich habe meine Gründe, so zu leben, wie ich lebe, und ich lasse niemanden, erst recht nicht sie, darüber richten. Frau Hatsumomo widersprach nicht, sondern ging nach vorne und startete den Unterricht, nachdem Karin und Mio mit einem Tisch zurückgekommen waren. Warum wollten wir nur immer alles sagen, was ich zu tun und lassen hatte? Niemand kannte mich wirklich oder meine Situation. Lediglich Makoto kannte die Wahrheit. Als Unterricht begann, schlief ich ein. Ich hatte auf dem harten Pflaster nur schwer Schlaf gefunden. Erst als es zur Pause läutete, weckte mich Makoto. Hey, Tomoya! Was ist denn los? Komm mal mit, ich muss dir was ich genau zeigen. Er stand auf und verließ das Klassenzimmer. Ob ich ihm folgen sollte? Ich war müde und hatte wirklich keine Lust, mir irgendwas anzuschauen. Lass mal's lieber. Ich trau dem nicht ganz. Warum sollte ich Makoto folgen? Ich kannte ihn bereits so lange, ich wusste genau, was er vorhatte. Er war ein Perversling. Sicherlich hatte er wieder irgendeinen Weg gefunden, seine Perversitäten auszuleben. Und da wollte ich nicht mit hineingezogen werden. Ich war sicherlich kein Musterschüler, aber ich achtete darauf, dass ich nicht von der Schule flog. Ein Verweis war das Letzte, was ich brauchen könnte. Wenn Makoto bei so einer Aktion erwischt wurde, dann flog er mit Sicherheit. Und er wurde das letzte Mal schon bei mir erwischt. Darum ignorierte ich ihn einfach, ließ ihn alleine tun, was immer er auch tun wollte, und blieb im Klassenzimmer sitzen. Wo bleibst du denn? Heute nicht, Makoto. Ich habe keine Lust auf Ärger. Daneben nicht, denn dabei verpasst er etwas wirklich Geniales. Wart mal's ab. Ich warf einen Blick aus dem Fenster, als Makoto das Klassenzimmer verließ. Obwohl es nur recht früh war, konnte man die Hitze der Sommer schon unangenehm spüren. Das Klassenzimmer lag auf der Südseite. Im Sommer wurde es daher hier oft unerträglich heiß. Oh, du kommst gehen? Entschuldigung. Man witzelte bereits, dass man Eier auf den Tischen braten könnte. Tomoya? In dem Moment, in dem ich angesprochen wurde, wünschte ich mir, dass ich doch Makoto hinterhergelaufen wäre. Was ist? Es war das schwarzhaarige Mädchen, die Austauschschülerin mit dem Namen Karin.
Tut mir leid, ich habe vorhin überreagiert. Sie streckte mit ihrer Hand hin. Mein Name ist Karin Schwarzstein, aber ein gutes zukünftiges Miteinander. Ja. Eigentlich heißt sie ja, na gut, im ersten Teil heißt sie noch Karin Okazaki. Ja, es war glaube ich so. Ja, ich habe das Ende nicht gezeigt im Let's Play. Ja, wer es selber spielen will, kann mich ja anfragen und dann schicke ich das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man es noch schicken darf. Weil das, der Merker, der sie gemacht hat, der ist gar nicht in der Community aktiv. Mein Blick hing weiterhin am Fenster, beobachtete gelangweilt die Wolken, die langsam über den Horizont krochen. Du heißt Okazaki, nicht? Na und? Wüsste nicht, dass das verboten sei. Deine Familie hat eine Villa in Familie hat eine Villa hier in Kyoto, nicht? Ich nickte gelangweilt. Da ich auf ihre weiteren Fragen nicht weiter groß einging, gab Karin schließlich auf und setzte sich wieder an ihren neuen Platz, wo sie anfing mit Mio zu tuscheln. Es schien, als würde sie die gleichen Fragen erst an Mio stellen, welche, wohlbedacht darauf, dass ich in ihren Augen nichts mitbekam, Antworten zu schienen. Neugierige Göre. Aber gut sah sie aus. Eigentlich war sie so ziemlich genau mein Typ. Lange schwarze Haare waren seit jeher meine Schwäche gewesen. Unter anderen Umständen würde ich sie sicherlich anbaggern. Aber für mich war das Wort Privatleben... Ein Moment. So, da sind wir wieder. Aber für mich war das Wort Privatleben und alles, was dazu gehörte, auf einen Halteklärs abgestellt worden. Solange bis ich hier weg war, einen Job und eine Wohnung hatte und nicht nur vom Geld meines Vaters oder der Villa abhängig war. Das war mein Traum. Und nur darum achtete ich darauf, dass ich, egal was war, nicht von der Schule flog. Die Pause wurde durch die Schulglocke beendet. Der Lehrer betrat den Raum und begann seinen Unterricht. Geschichte. Die Kaiser Japans im 13. Jahrhundert. Was für langweiliger Stoff. Wobei, da fiel mir etwas ein. Herr Hirore, keine Ahnung, wie er gesprochen wird. Ich habe da eine Frage. Sofort richteten sich 30 weitere Augenpaare auf mich. Kein Wunder, schließlich meldete ich mich im Unterricht nie. Okazaki, welch eine seltene Ehre. Was möchten Sie denn wissen? Ich hoffe nur für Sie, dass es etwas mit meinem Unterricht zu tun hat. Okay, jetzt hast du dich gemeldet. Das fragst du auch. Gab es in Japan jemals einen Kaiser mit dem Namen Oikenshi? Als der Lehrer das Thema begonnen hatte, war mir nämlich wieder etwas eingefallen. Das war sehr lange her. Meine Mutter lebte damals noch. Komm, Tomoya. Heute erzählt sie etwas ganz Besonderes. Was denn, Mami? Vor vielen, vielen Jahren, mein Kleiner, da war dein Urgroßvater Kaiser von Japan. Kaiser? Ja, Tomoya, er war Kaiser von ganz Japan. Ist das nicht unglaublich? Bin ich dann ein Prinz? Natürlich bist du das. Ein Kaiser Kenji? Nun, woher auch immer diese Information stammt, Herr Okazaki, sie ist leider falsch. In all den Jahrhunderten, in denen es schon Kaiser in unserem Land gibt, lebte niemals ein Kaiser mit diesem Namen. Dass du dich mal nicht täuscht, fetter Jäger. So fett, Alter, wie so ein Klischee. Ja? Oha, danke. Ich setzte mich wieder. War ja auch eigentlich klar gewesen, oder? Vermutlich war das nur ein Märchen gewesen, das man seinen Kindern erzählte. Ein Kaiser in der Familie. So ein Schwachsinn. Dennoch hatte ich es geglaubt, vermutlich weil es eines der wenigen Dinge war, die meine Mutter zu mir sagte und ich mich erinnerte. Kurze Zeit später wurde sie ja schon umgebracht. Meine Faust ballte sich. Diese verdammte Sekte hatte sie ausgenutzt und als sie aussteigen wollte, hat man sie zum Schweigen gebracht. Und mein Vater hatte nur zugeschaut. Genau darum hasste ich ihn so sehr, darum mied ich die Villa, schlief bei Makoto oder auf der Straße. Er war Anwalt gewesen. Er bekam die Chance, die Sektenanführerin für den Mord ins Gefängnis zu bringen. Doch er versagte und wurde